Ja, mein Name ist Janet Spanier. Ich bin Gerüstbaumeisterin, leite seit knapp 3 Jahren den Betrieb. Also wir hatten den Generationswechsel bei unserem Gerüstbauhandwerk vollzogen vor 3 Jahren. Und ja, da bin ich jetzt Geschäftsführerin und Inhaberin. Und wir sitzen in Trier an der schönen Mosel. Sehr schön. Wie bist du denn dahin gekommen zu diesem beruflichen Schwerpunkt? Wie wird man Gerüstbauerin? Ja, das ist so ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden als eine von 3 Töchtern. Also ich bin die mittlerste. Man sagt auch immer, ich bin eher so der Junge unter den Mädels. Und mein Vater hat den Betrieb gegründet vor 30 Jahren jetzt genau. Und als Kind fand ich das immer schon sehr faszinierend, was man mit Gerüsten alles so einrüsten kann. Das ist ja nicht nur das klassische Einfamilienhaus, sondern auch Kirchen. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, in der Jugend war so der Trierer Dom, den wir dann mal einrüsten durften. Und das war dann schon sehr faszinierend. Und dann habe ich mich auch entsprechend dafür dann entschieden, nach einem kaufmännischen Ausbildung, die ich vorangesetzt hatte. Also das habe ich zuerst gemacht nach der Realschule, erstmal die kaufmännische Sache und dann praktisch bin ich dann auch in die Praxis reingekommen. Welche berufliche Ausbildung muss man denn praktizieren, um Gerüstbauerin zu werden? Ja, also man lernt klassisch die 3 Jahre. Bei mir war das halt so, dass ich mit Anfang 20 war ich auch schon über 2 Jahre bei uns im elterlichen Betrieb und wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, musste dann die Geschäftsführung übernehmen und ich habe praktisch dann meinen Meister über die Berufserfahrung, die ich hatte, in leitender Position durfte ich dann entsprechend den Meister machen. Die klassische Ausbildung hatte ich jetzt leider nicht. Also ich musste dann halt sehr viel noch nacharbeiten, damit man auch den Meister letztendlich dann schaffen kann, weil dann doch sehr viele statische Dinge einfach auch drin vorkommen. Aber das war der Umweg, den ich halt machen konnte und habe es auch früh gemacht oder bin froh, dass ich ihn gemacht habe, weil je älter man wird, umso schwerer fällt natürlich auch das Lernen. Und in der Zeit waren natürlich auch meine Eltern noch unterstützend dabei, dass ich mich auch entsprechend dann in den Zeiten ein bisschen vom Alltag rausziehen konnte. Ich bin da ganz fremd in diesem Themenfeld. Also gibt es einen Beruf Gerüstbauer? Also ist das eine richtige duale Ausbildung, dass ich sage, ich will Gerüstbauer werden oder Bauer, wie nennt ihr euch, Bauerin, Bäuerin? Genau, Gerüstbauer oder Gerüstbauerin. Das ist seit 98 ein anerkannter Ausbildungsberuf, der geht 3 Jahre. Wir hier von Trier müssen zum Beispiel jetzt nach Groß-Gerau, Weiterstadt in die Berufsschule dann. Das ist aber auf jeden Fall sehr spannender Beruf und ich werbe auch immer für mehr Frauen in dem Beruf. Da tut sich auch einiges. Die ein oder andere Frau wagt sich oder junges Mädel wagt sich jetzt auch schon mal dahin. Aber es sind leider noch zu wenige. Wie muss man sich das vorstellen? Also Gerüste, die gehen ja in die Höhe. Da muss man auch viel klettern. Oder ist das auch eine körperliche Aktivität, die man dafür braucht, oder? Also eine gewisse Statur oder wie ist das so? Ja, also man sollte auf jeden Fall schwindelfrei sein. Den Respekt vor der Höhe darf man nie verlieren. Man sollte natürlich auch körperlich, es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Das kann man auch nicht anders sagen. Es gibt natürlich auch Hilfsmittel, die man heutzutage verwenden kann, wie Aufzüge, die das schon etwas leichterer machen. Aber klar, man ist bei Wind und Wetter draußen und ja, das macht auf jeden Fall Spaß, weil jede Baustelle immer wieder anders ist. Jede Baustelle hat seine eigenen Herausforderungen und das ist das Schöne daran. Du hast ja nicht nur den Gerüstbaubetrieb deiner Eltern übernommen, sondern du hast auch noch 2 Startups gegründet. Magst du mal darüber was erzählen? Ja, gerne. Aufgrund von Problemen, die wir eigentlich im Gerüstbaualltag haben, sind auch diese beiden Startups entstanden. Das eine ist Moselcopter. Da hatten wir eine Anfrage in Luxemburg auf einer Baustelle. Historisches Gebäude sollte eingerüstet werden mit einem Wetterschutzdach. Ja, es gab aber keine Pläne und der Architekt meinte nur, kannst ja mal schnell so einfach mit dem Laser durchpiepsen und siehst ja oben, ob du drüber kommst über den First oder nicht. Da wir aber keine Verankerung in der Fassade vornehmen durften und wir hier von über 30 Meter Höhe sprachen, war das ein
Wahnsinnsgerüstkonstruktion, die dorthin kommen sollte. Und das musste im Vorfeld richtig geplant werden. Und da habe ich dann meinen Vater angerufen. Da sage ich, ey Papa, du kannst doch fliegen, weil er war früher so Hobbypilot mit diesen Modellfliegern. Und ja, so kamen wir eigentlich zu dem ersten Startup, haben uns eine Drohne gekauft, haben ganz klassisch erstmal Bilder gemacht vor 5 Jahren, wie sind Dachflächen beschaffen, haben das für Dokumentationszwecke benutzt, weil meistens ist es so, wenn der Gerüstbauer kommt und nachher irgendein Schaden da war, wir sind immer die Ersten, die kommen, die Letzten, die gehen. Also je mehr Bilder man hatte, umso besser war das Ganze dann auch. Das hat uns aber nicht gereicht. Und dann war das eigentlich so ein bisschen meine Aufgabe, sich aus dem beruflichen Alltag zurückzuziehen, gucken, was kann man jetzt damit alles erreichen. Bin ich mit meinem Vater auf die CeBIT-Messe gefahren. Wir haben uns einfach mal inspirieren lassen, was so die Industrie macht, was es einfach schon auf dem Markt gibt. Und haben dann diese Dinge letztendlich zusammengefügt, so dass wir dann mit unseren Aufnahmen, die wir gemacht haben, den digitalen Gebäudezwilling erstellen konnten. Und haben es dann geschafft, dass wir diese jetzt auch am PC einrüsten können. Also wir haben dann es gab so eine Gerüstbausoftware, die schon CAD-basiert planen konnte, aber man konnte diese Modelle nicht einlesen. Und mit dem zusammen haben wir es dann hinbekommen, im jahrelangen Austausch eigentlich, dass man diese Flugmodelle auf dem PC einspielen kann in dieses Programm. Und jetzt können wir vorab unsere Gerüste am PC dreidimensional planen, hat den Vorteil, der Kunde sieht, was bekommt er für ein Gerüst, wir haben eine Materialliste, wir können vorkommissionieren, also wir können uns da auch viel besser dann auch aufstellen. Mhm. Ja. Und das stellt ihr auch anderen Gerüstbaufirmen zur Verfügung oder wie ist das Geschäftsmodell dabei bei dem Startup? Genau, richtig. Am Anfang haben wir das rein für unser Betrieb gemacht, dann haben wir aber gemerkt, wir sind da so vorgerannt und waren auf einmal so weit und haben das Ganze so groß aufgezogen, dass wir gesagt haben, okay, für uns alleine ist das jetzt viel zu groß geworden. Also wir bieten das, oder mein Vater macht das jetzt hauptsächlich nach dem Generationswechsel. Er bietet das für Gerüstbauer an, er ist deutschlandweit und über die Grenzen hinaus mittlerweile unterwegs, aber auch für Dachdecker, der ist für Planer unterwegs, für Architekten. Also es ist jetzt nicht nur in dem Gewerk Gerüstbau, sondern auch in der Immobilienbranche, die Bestandspläne benötigen, entweder von innen oder von außen. In Kraftwerken ist er unterwegs. Also da hat sich ein ganz großes Spektrum letztendlich aufgetan, was man über diese Methode dann alles so digitalisieren kann. Interessant. So, das war das erste Startup. Dann kam noch ein Startup dazu. Ja, das kam fast parallel. Ein Stück weit, wir hatten immer das Problem, wenn wir ein Gerüst aufbauen, müssen wir das ja dokumentieren. So, dann waren die Mitarbeiter dran angewiesen, über Handy oder über Fotokameras, was wir damals noch genutzt hatten, entsprechend den Aufbau zu dokumentieren. Dann mussten wir das im Büro wieder zusortieren. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man am Tag zwischen 7 und 12 Baustellen hatte, manchmal auch noch mehr. Die ein oder andere Baustelle sieht auch manchmal noch gleich aus, wenn es eine Rohbaustelle ist. Dann hatte man keine Zeit, das erstmal an dem Abend noch zu sortieren. Hat man es also irgendwo auf den Desktop gezogen. Einen Tag zwei später fing man dann mal an zu sortieren. Und genau dann kam immer ein Anruf, ich habe da mal eine Frage und ich habe da ein Problem, hier müsste ein Umbau stattfinden. Wo sind jetzt die Bilder? So, das war so das eine. Und das andere, das was mich eigentlich immer viel mehr beschäftigt hat, war so die Übergabe des Gerüstes. In der Regel sollte, wenn ein Gerüstbauer fertig ist mit dem Gerüst, der Maler kommen oder der Dachdecker und eine gemeinsame Abnahme stattfinden. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir in der tiefen Eifel um 17 Uhr fertig sind im Gerüstaufbau, kommt der Dachdecker bestimmt nicht mehr dahin gefahren und läuft einmal um das Gebäude rum und sagt, jawohl, schönes Gerüst, alles ist in Ordnung und unterschreibt uns das Ganze. Und wir hängen praktisch eine Freigabe ans Gerüst. Das war nach wie vor so. Wir machen das jetzt heute auch noch so, aber wir machen das Ganze digital. Wir binden im Planungsprozess unseren Kunden schon mit ein. Der bekommt dann über diese App, die wir entwickelt haben, die Info, Achtung, Gerüst ist jetzt gesperrt im Aufbau. Und wenn der Mitarbeiter an Ordnungsstelle das Gerüst freigibt, springt praktisch die Ampel in dieser App um auf grün. Der Kunde bekommt alle Informationen übermittelt. Er bekommt auch die Bilder übermittelt, also er kann, egal wo, wenn er jetzt in Spanien im Urlaub sitzt, könnte er sich die Bilder anschauen, wie das Gerüst da steht und könnte seinen Mitarbeitern sagen, jawohl, Gerüstbauer ist fertig, ab morgen könnt ihr loslegen mit der Arbeit.
Und ja, das ist praktisch so dieser Prozess von Aufbau bis Abbau ist jetzt der Kunde auch ja über diese App-Methode dann informiert und spart uns selbst einen Verwaltungsaufwand von 20 bis 30 Minuten, weil wir keine Bilder mehr zusortieren müssen. Wir müssen diese Freigabe oder dieses Prüfprotokoll nicht mehr an den Kunden einscannen und nochmal per E-Mail, Post oder Fax wegschicken. Und nach der Betriebssicherheitsverordnung, die jetzt ganz, ja, vor 3, 4 Jahren halt nochmal verschärft worden ist, muss auch der Maler seine Inaugenscheinnahme oder der Dachdecker des Gerüstes dokumentieren. Und mit dieser App, wenn er von uns freigeschaltet wird, hat er die Möglichkeit, das auch digital zu tun. Somit kann er jeden Tag einmal die Gerüstprüfung vollziehen. Da gibt es auch so eine Art Checkliste. Er hakt die ab. Wir sehen, okay, die Firma Meier Müller Schulze, die war heute auf dem Gerüst. Das Gerüst ist noch in Ordnung. Wenn er aber jetzt feststellen würde, zum Beispiel nach einem Sturm oder irgendwer hat Plane gelöst oder die Geländer ausgebaut, das könnte er dann als Mangel darüber melden. Und dann werden alle im Prozess beteiligten Personen, die verknüpft sind, sofort darüber informiert. Und wenn ich dann sehe, okay, hier ist jetzt irgendwo ein Boden abgesackt und das Gerüst hängt da auf 6:30, könnte ich sofort über diese App das Gerüst sperren. Und alle werden sofort darüber informiert. Hat natürlich den Vorteil, dass jeder direkt das weiß und da gegebenenfalls ein Absturz oder ein Unfall einfach auch verhindert werden kann. Also auch hier ist die Kommunikation transparenter und auch viel schneller. Nun kommt ihr ja nicht ursprünglich aus diesem Digitalbusiness, sondern wie du eben gesagt hast, ihr seid dann zur Cebit gefahren, habt euch andere Anbieter angeschaut. Wie kommt es, dass ihr so digital denkt, so in diesen digitalen Workflows? Wie bildet ihr euch weiter oder wie, weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll? Ja, woher das so kam, wissen wir eigentlich auch gar nicht wirklich. Also irgendwann war das so, mit den Drohnen fing das letztendlich an und dann ja, man hat ja vor 5 Jahren, das sind jetzt knapp 6 Jahre her, wo wir das so, ja, ich sage jetzt mal extrem oder auch einfach vorantreiben, gerade für unsere Branche. Ja, fing es einfach mit Digitalisierung, war so in aller Munde, aber die Handwerker haben das noch weit, weit vor sich hergeschoben, weil die Bücher waren voll, wen interessiert in digitale Zeiterfassung oder sonst was. Und das machen wir auch schon seit über 10 Jahren. Von daher glaube ich, fiel es uns relativ einfach, sich in diese Dinge ja reinzuarbeiten. Es war natürlich auch so, oder ich sage heute auch immer noch in meinen Vorträgen, die wir halten, ich kann auch einen schlechten Prozess kann ich sowieso nicht digitalisieren. Ich muss ja schon gewisse Strukturen in meinem Unternehmen haben, wo ich dann sage, okay, der Prozess hier läuft super, aber in der Digitalisierung hätte ich noch den und den Vorteil. Und deswegen haben wir dann auch diese Schritte einfach gewagt. Es gab natürlich nichts auf dem Markt, was wir hätten nutzen können für uns. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir halt diese 2 Startups und versuchen anderen auch das Leben leichter zu machen, ihnen eine Hilfestellung damit entsprechend zu geben. Und ja, die Zeiten waren spannend. Wie du schon gesagt hast, wir hatten null Ahnung von IT. Wir mussten ja auch erstmal auf die Suche gehen nach entsprechenden Partnern. Und da hat es auch, ich sage jetzt mal bestimmt, so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis man sich gegen oder untereinander mal verstanden hat. Was will jetzt der Handwerker von mir? Weil wenn wir gesprochen haben, haben die ITler da gesessen mit 1000 Fragezeichen. Genauso aber auch umgedreht. Also heute weiß man, wenn man eine App benutzt, okay, das ist jetzt nicht einfach mal, ich drücke da drauf und alles funktioniert, sondern man hat auch mal gelernt, wie ja diese Strukturen von so einer App oder einer Webplattform entsprechend dann auch aussehen. Und ja, da muss man auch offen sein, sich auch die Zeit lassen, aufeinander zuzugehen und auch entsprechend dann auch zuzuhören. Welche Rolle spielt denn die Vernetzung bei euch und auch um so sich selber weiterzubilden? In Rheinland-Pfalz gibt es ja auch dieses Kompetenzzentrum fürs digitale Handwerk, in Koblenz ja auch sitzend. Und hat das irgendeinen Einfluss auf euch? Also, dass ihr euch auch mit anderen, die in so in die ähnliche Richtung gehen, austauschen könnt? Ja, man muss sagen, als wir angefangen haben, war hier im ländlichen Raum, die haben uns alle für verrückt erklärt. Also keiner konnte was damit anfangen. Was wollen wir jetzt mit Drohnen? Was wollen wir jetzt mit einer App? Und ihr seid doch alle wahnsinnig. Und wir haben angefangen, die Sachen bekannt zu machen in München und in Berlin auf Messen. Damals auf der Handwerksmesse in München, ist ja die IHM, die ist ja ganz bekannt. Da haben wir eigentlich angefangen, das war so die erste Messe und dann ging es eigentlich ja weiter auf kleineren Start-up-Messen, die
Da war ich am Anfang auch alleine als Handwerkerin und neben Food und Lifestyle, wo überall die Digitalisierung schon lang angekommen war. Aber so hat man sich letztendlich dann ja auch vernetzt, auch mit anderen Branchen, die fachfremd letztendlich für einen waren. Aber irgendwo ist es ja derselbe Prozess, den man durchlebt, oder man hat dieselben Probleme, dieselben Fragen. Und das hat schon sehr geholfen, dass man sich da austauschen konnte. Mittlerweile muss man sagen, ist es auch hier im ländlichen Raum angekommen, gerade jetzt hier so in Trier. Irgendwann kamen so Barcamps und Startup-Camps. Da hat man am Anfang natürlich auch noch mal so ein bisschen mitgemacht, um einfach Leute kennenzulernen, aber auch wo wir auch darauf hingewiesen haben, welche Fehler wir begangen haben oder welche Hürden wir nehmen mussten, dass es anderen einfach so ein bisschen eher leichter fällt oder die langen Wege einfach nicht mehr gehen müssen. Also das war halt für uns damals schon ein bisschen schwierig. Aber Koblenz, klar, also auch da, der Christoph Krause ist ja da federführend, mit dem hatten wir auch sehr viel Kontakt. Ich habe da auch mehrere Kurse praktisch besucht, weil wir ja immer noch mehr wollen wie das, was wir jetzt schon haben, wo wir dann einfach so ein bisschen am Tüfteln sind, in so 2 Tagen rund um die Uhr, wo man dann da auch mit anderen ITlern nochmal zusammensitzt und einfach guckt, okay, was wäre denn noch möglich? Hast du den Eindruck, dass das Handwerk so langsam, aber sicher in die Digitalisierung einmündet, oder seid ihr immer noch so Exoten? So langsam kommt es. Es sind Branchen, die sind schon weiter. Es gibt aber auch Branchen, die sind noch sehr zurückhaltend. Die Branchen, die von der Industrie sowieso gesteuert werden, die müssen ja automatisch, die ganzen Heizungsbauer, das ist ja heute alles digital, diese ganzen Vernetzungen. Da geht's ein bisschen schneller wie jetzt so ein klassisches Handwerk, wie jetzt der Gerüstbau. Also der hat schon sehr lange gebraucht. Die kommen jetzt mal dahin in diese ganze 3D-Planung. Also wenn wir jetzt mal schauen, das hat fast 4 Jahre gedauert, bis da sich mal ein Gerüstbauer eine Drohne angeschafft hat, bis er sich vielleicht mal einen Scanner angeschafft hat. Also das war hat sehr lange gedauert. Wir waren da auch am Anfang ein bisschen erschrocken. Wir haben uns auch erstmal wieder zurücknehmen müssen, weil wir einfach gedacht haben, uns kann ja keiner auch gedanklich folgen, weil die können gar nichts damit anfangen. Aber es ist mittlerweile schon besser geworden. Und ich denke, durch auch dieses Thema Building Information Modeling wird auch jeder Handwerker in Zukunft mehr oder weniger gezwungen, sich auf diese Reise zu begeben, weil man sonst einfach auch gewisse Projekte gar nicht mehr mit anbieten kann. Also dann ist man einfach weg. Und ich sage immer, wenn der ICE durch den Bahnhof durch ist und ich habe nichts gemacht, kann ich auch da nicht mehr drauf aufspringen. Und klar, es ist nicht so schnell passiert. Also man hat immer gesagt, ja, in 2-3 Jahren hat der Handwerker, der sich nicht digitalisiert, keine Arbeit mehr. Da sage ich auch immer, das wird noch vielleicht 10 Jahre dauern, bis wir so weit sind. Weil wir sind ja froh, dass wir noch Handwerker haben, die noch irgendwo ein Plätzchen frei haben, für irgendwas zu reparieren. Es ist auch in dem privaten Umfeld, wenn ich nur mit Privatkunden zu tun habe, ich glaube, da muss ich auch wieder gucken, für welches Kundenklientel arbeite ich. Ist es die ältere Generation? Ist es die jüngere Generation? Oder ist es, habe ich von allem etwas? Und da muss ich natürlich auch aufpassen. Ich darf auch meinen Kunden nicht überfordern. Das haben wir halt auch erlebt, also dass einfach Kunden überfordert waren, egal ob sie jetzt aus dem Architekturbereich kamen, ob sie aus dem Handwerk kamen oder privaten Bereich, weil es einfach zu viel wird, weil jeder irgendwo eine eigene Insellösung letztendlich hat. Und da ist es die große Herausforderung auch in den nächsten Jahren, dass man da viel, viel mehr Schnittstellen zu gewissen Dingen einfach hat, dass nicht jeder Kunde, der vielleicht mit 4, 5 Betrieben arbeitet, dann auf einmal auch noch 5 Apps bedienen soll. Das kann natürlich auch in der Branche nicht zielführend sein. Welche zukünftige technologische Entwicklung siehst du denn so in naher oder ferner Zukunft für euer Gewerk oder auch für andere Gewerke? Siehst du da irgendwas am Horizont, was ihr gerne implementieren würdet? Ja, ich glaube, bei uns wird es noch ein bisschen schwieriger werden, aber die Thematik mit Robotern wird auf jeden Fall auch auf den einen oder anderen Handwerksbereich fallen, wenn man schon sieht, es gibt Roboter, die anfangen, Wände anzustreichen. Das wird auch vermutlich nicht in dem kleinen Einfamilienhausbereich sein, aber diese ganz größeren Projekte,
da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas auf jeden Fall ja in Zukunft Einzug erhält. Auch 3D-Druck von Häusern kam jetzt gerade erst wieder durch die Presse. Ne? Was reizt dich denn, was du als nächstes lernen willst? Also du scheinst ja auch sehr lernwillig zu sein. Ja, wir haben noch so einige Projekte, die wir jetzt so am Austesten sind. Aber da fehlt natürlich dann auch immer der richtige Partner. Letztendlich sagen wir können nicht alles selbst finanzieren und brauchen natürlich dann auch die Partner, die den Weg mitgehen, die sagen, okay, das könnte funktionieren oder was funktioniert und das kann auch ein Markterfolg letztendlich werden. Und ich sehe da schon noch einiges, was im Bereich Gerüstbau gemacht werden kann, aber auch in der ganzen Logistikbereich, weil wir transportieren ja sehr viel Gerüstteile von A nach B. Wir müssen ja da auch immer schauen, okay, wo ist unser Material jetzt? Das wird ja auch anhand von Listen entsprechend verwaltet, weil man will ja wissen, wo ist jetzt meine Ware hingegangen? Die möchte ich ja auch wieder zurückhaben. Also auch da gibt's noch, glaube ich, in den nächsten Jahren viel Luft nach oben. Wir versuchen uns ja hier so als primäre Zielgruppe an Frauen im fortgeschrittenen Alter so zu richten, die im Moment durch die digitale Transformation ja ziemlich auch durchdisruptiert werden, wie auch Männer auch. Also gewisse Branchen werden mehr oder weniger wegfallen oder auch Berufe werden wegfallen. Die Leute sind eigentlich gut ausgebildet und viele tun sich schwer auch mit dieser Entwicklung, auch mit dieser ganzen digitalen Schnelligkeit. Hast du da irgendwelche Empfehlungen, was du so Frauen empfehlen würdest, wie man da Anschluss halten kann oder finden kann? Ja, ich denke, also offen muss man auf jeden Fall ja für diese neuen Technologien sein, weil so ganz ohne wird es halt ja nicht funktionieren. Ich sage manchmal, es fängt ja schon bei einer digitalen Zeiterfassung an. Es sind so viele kleine Dinge, aber auf die man sich letztendlich einlassen muss. Also wir haben das ja damals auch gesehen, wobei ich dann noch sage, wir haben heute, das ist der Betriebsälteste, der ist jetzt 62 Jahre. Keiner macht die Zeiterfassung so gut wie er. Also der ist klassischer Gerüstbaumonteur, aber das ist wunderbar. Also den nehme ich mir auch immer, wenn jemand Neues anfängt und sagt, zeig du jetzt mal bitte dem Jungen von Anfang 20, wie die Zeiterfassung funktioniert. Er hat sich einfach darauf eingelassen und er hat auch gemerkt, es ist ja viel einfacher und für ihn auch transparenter, den Zettel auszufüllen. Er sieht, wie viel Urlaub er hat. Also er hat auch sehr viele Vorteile und man sollte da nicht nur die, manche sehen halt so nur dieses Negative. Klar, es ist alles schnelllebig geworden. Das stimmt. Das ist mir auch irgendwann, wo ich gesagt habe, man ist so gefühlt 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar. Aber man muss dann halt für sich selber sagen, okay, bis hierhin. Und wenn ich Feierabend habe, dann sind halt die und die Portale jetzt mal geschlossen, wo man dann auch einfach nicht mehr reingeht. Aber man muss wirklich offen dafür sein und sich auch natürlich ein Stück weit die Zeit lassen, auch wenn, wenn man auch Ältere als Unternehmer einstellt, darf man jetzt nicht erwarten, dass der vielleicht direkt, der bis heute noch nie mit dem PC oder so viel damit zu tun hat, dass der das innerhalb von einer Woche alles drauf hat. Man muss es lernen. Also es ist, die Kinder lernen es heute schon mehr oder weniger im Kindergarten, weil die Eltern ein Handy haben, die kriegen dann schneller schon mal ihr Hörbuch oder irgendwas über Handy gezeigt, werden groß damit. Und dementsprechend muss aber auch der Unternehmer letztendlich der Generation, die damit nicht groß geworden ist, den Freiraum geben und auch die Zeit einfach lassen, sich mit diesen Dingen einfach auch anzufreunden. Nun hat das Handwerk ja auch einen ordentlichen Fachkräftemangel, soweit ich das so in den Medien gelesen habe. Siehst du da irgendwelche Optionen für so einen Quereinstieg? Auch, also man kann ja dann schon eine kleine Fortbildung machen oder Weiterbildung, aber ohne dass man jetzt eine dreijährige duale Ausbildung nochmal machen muss. Siehst du da irgendwelche Optionen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt bei unserem Gewerk, wir haben natürlich jetzt nochmal einen anderen Berufszweig geschaffen. Wir brauchen ja jetzt auch noch CAD-Konstrukteure. Somit können wir ja jetzt auch sagen, okay, wir können jetzt zum Beispiel auch auf Studenten, die vielleicht irgendwo abgebrochen haben oder vielleicht eine technische Ausbildung irgendwo haben, die aber sagen, Mensch, mich interessiert das Handwerk, aber ich will jetzt nicht mit bis 60 Gerüstteile aufbauen.
oder es gegebenenfalls auch kombinieren. Das hatten wir auch schon so ein bisschen, wo dann Leute sagen, ja, ich würde gern beides machen und dann schauen, wo liegt jetzt mein Schwerpunkt, dass man auch den Beruf letztendlich attraktiver darstellen können. Also wir konnten ja auch immer nur als Großbauer sagen, ja, du machst 3 Jahre und dann bist du 60 bis im besten Fall und noch älter. Im Moment, die Grenze geht ja leider immer nach oben. Ja, und jetzt können wir aber auch sagen, wir können dir Perspektiven anbieten, auch für Frauen, selbst wenn die jetzt 3 Jahre lang diese Ausbildung machen und sagen, okay, danach, ich will aber auch Familie und Kinder und das, ne? Möchte das unter einen Hut bringen, da könnte man sagen, okay, wenn du das aber auch einmal durchlaufen hast oder vielleicht einfach nur mal ein halbes Jahr Praxiserfahrung, aber dir liegt eher dieses Zeichnen, dass man einfach andere Wege auch aufzeigen kann, dass man sagt, okay, du musst nicht nur das eine machen, sondern du hast auch die Möglichkeit, das zu machen, du hast auch die Möglichkeit, mit den Drohnen zu fliegen, die Angebotsvorbereitung machen, die Vorbereitung für denjenigen, der nachher die 3D-Zeichnungen am PC macht. Also auch da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich denke, da muss das Handwerk halt auch noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Es muss natürlich auch Einzug in den Berufsschulen erhalten. Und das fehlt mir jetzt noch so ein bisschen. Das müsste jetzt eigentlich schon seit 3, 4 Jahren in den Berufsschulen sein, damit man einfach jetzt schon diese Generation abholt und ihnen zeigt, okay, wie es funktioniert. Weil die meisten machen sich vielleicht danach selbstständig oder wollen den Betrieb übernehmen. Nur wer will heutzutage einen Handwerksbetrieb übernehmen, der noch so arbeitet wie vor 30 Jahren? Rede, offene Türen rennst du da ein. Ja. Noch eine Frage. Sagen wir mal, du bist, also nehmen wir mal eine fiktive Frau, 45, die 45 Jahre alt ist, die vielleicht wieder neu in den Beruf einsteigen will oder was auch immer, oder ihr alter Beruf ist weggebrochen. Müsste die dann auch diese 2 Jahre Berufsausbildung machen oder könnte die halt wirklich dann irgendwie so bei euch in irgendeiner Funktion mit einer, sagen wir mal, einer halbjährigen Weiterbildung andocken? Ja, auf jeden Fall. Also die könnte, ich sag jetzt mal, wenn jetzt morgen jemand anruft, Mensch, ich will raus, ich will handwerklich arbeiten, die würde natürlich direkt mit rausfahren können und man, wir schauen halt schon, dass wir unser Personal auch schulen. Das sind dann Externe, die vorbeikommen. Oder wir machen es halt intern. So wäre das letztendlich auch. Also wir würden jetzt zu einer Frau sagen oder generell auch zu einem Mann, der 45 Jahre alt ist, ne, du musst jetzt noch eine 3-jährige Ausbildung machen. Ich meine, das macht heute keiner. Unsere Branche hat halt sehr viele Quereinsteiger. Wir kennen das gar nicht anders. Und von daher sind wir da auch sehr offen und ja. Das ist auch gar kein Problem. Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Jeanette, vielen Dank für deine Auskünfte hier und deine Antworten. Das war wirklich inspirierend und neu für mich.